never get free. Lamb to the slaughter, what you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man gerade schon gesehen hat, war es endlich soweit. Ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Wie ungefähr alle Leute wissen, ist mein Fernseher alt, dick und scheiße. Und genau das habe ich letzte Woche Freitag endlich verändert. Wisst ihr, ich habe schon vor ein paar Wochen den perfekten Fernseher im Internet für mich ausfindig gemacht. Da ich auf der Suche nach einem Samsung-Fernseher war und der möglichst groß für möglichst wenig Kohle sein sollte, fiel meine Wahl natürlich auf den Samsung NU7199. Tja, warum Fernseher so dumme Namen haben, weiß wohl keiner. Kurz mal meine zweite Softbox geholt, weil das Bild war mir ein bisschen zu schattig. Diesen Fernseher gibt es in sehr vielen Variationen und meine Wahl fiel auf die 43 Zoll Variante. Das ist ein Smart TV der siebten Generation mit 4K HDR Auflösung. Und da war bei mir die Wahl zwischen dem 40 Zoll und dem 43 Zoll Modell. Also ich hätte schon gerne diesen Fernseher, aber 40 Zoll weiß ich nicht, ob mir das nicht etwas zu klein wäre. Aber zum Glück hat man dann gesagt, komm, dann verkaufen wir den 43 Zoller mal zum Preis vom 40 Zoller und da habe ich direkt zugeschlagen. Ja, dann sind wir Freitagabend dann zum Mediamarkt gefahren, wurden da super nett bedient und dann habe ich endlich meinen Fernseher gekriegt. Und wie ich ihn eingerichtet habe, das habe ich ja sogar mit meinem Handy mitgefilmt. Film ab! Juhu, Fernseher kaufen! So, wir haben ja jetzt schon meinen CD-Player, den brauchte ich eh nie, und meinen alten Receiver ausgebaut. Ich brauchte ja früher einen Receiver, es war nicht so gut. Den hat mein neuer Fernseher jetzt drin. Endlich. Hier kommt er dann hin. Ich überlege noch eine Halterung zu kaufen. Da sind halt diese Bilder irgendwie im Weg. Aber jetzt stellen wir ihn erstmal hier so hin. Es sollte ja passen. Wir haben hier 43 Zoll, 108 cm Bildschirmdiagonale. Ein Samsung UHD 4K HDR Fernseher, geil. Okay, bin fertig. Mein neuer Fernseher. Smart TV. Eigentlich kommt jetzt so ein Intro, habe ich mir sagen lassen. Den erstmal einstellen, ne? Aber damit hatte ich natürlich nicht genug. Da ich zufällig in meinem Zimmer noch ein schwarzes LED-Band hatte, musste ich das natürlich an meinen Fernseher kleben. Und ich muss euch sagen, ihr habt es ja gerade schon am Anfang gesehen, es sieht einfach gut aus. Und im Dunkeln sieht es natürlich am coolsten aus, wenn dann die Farben sich abwechseln. Ja, und vielleicht wird ja dann eins meiner nächsten Videos, wie man Philips Ambient Light nachrüsten kann. Es ist nämlich das, was ganz oben am Fernseher angezeigt wird, wird auch so mit LED an die Wand geschossen und das sieht wirklich cool aus. Das ist dann die Weiterentwicklung von meinem LED-Band. Und ich habe gesehen, dass ein kleines amerikanisches Startup das jetzt auf den Markt bringen möchte, sodass jeder das nachrüsten kann. Das werde ich vielleicht mal machen.
So, jetzt ist er also eingerichtet und jetzt steht er da auf meinem TV-Schrank. Und ich muss sagen, dieser Test eben, den ihr gesehen habt von meinem Fernseher, der sah echt krass aus. Und ich muss sagen, diese Auflösung ist echt gut. Also 4K HDR und das merkt man auch. Leider muss man anmerken, dass Fernsehsender, normale Fernsehsender, nur in 480p bzw. 720p ins Internet strahlen und 4K halt 2080p ist. Also wird dieses Ding quasi nie ausgenutzt. Ich habe mir diesen Fernseher unter anderem natürlich auch wegen seinen smarten Features gekauft. Da gibt es dann auf der Fernbedienung diesen Home-Knopf und wenn man den drückt, kommt man dann ins Smart-Menü. Und da gibt es wirklich alle Apps, die man braucht. Ja, nur leider sind ab diesem Shot alle anderen Videos unscharf. Und nach einer Zeit hat sich dann auch mein Mikrofon gedacht, dass es einfach mal die Aufnahme beenden könnte. Also musste ich sie jetzt am nächsten Tag nochmal neu drehen. Tja, mache ich alle Aufnahmen halt nochmal, ist ja kein Problem. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei den Apps. Apps kann dieser Fernseher der 7. Smart-TV-Generation wirklich alle. Egal ob Twitch, YouTube, Amazon Prime oder sogar Spotify, man kann alles einfach drahtlos übers Internet herunterladen. Also egal, was du brauchst, du kannst dir echt alles runterladen. Das ist schon heftig. Im Vergleich braucht man jetzt eigentlich gar keinen Amazon Fire TV Stick mehr, aber ich habe trotzdem noch einen. Also generell ist Amazon Fire TV Stick voll geil, weil dann kann man so alte Fernseher smart machen wie so einen Fernseher. Aber ich habe trotzdem angeschlossen und kann ihn sogar mit dieser Fernbedienung bedienen. Also wenn ich meine Amazon Fernbedienung mal nicht finde, kann ich einfach die hier benutzen. Das ist echt vorteilhaft. Ja, das ist der Vorteil. Und jetzt kommen wir zu eigentlich dem größten Nachteil, den ich daran kenne. Guckt mal. Okay, der Fernseher ist jetzt an. Ich hätte gerne keinen Ton mehr. Jetzt habe ich keinen Ton mehr. Jetzt hat sich dieses Menü gestartet. Jetzt habe ich gerade wieder gedrückt und jetzt habe ich keinen Ton mehr. Dieser Fernseher, dieses Betriebssystem ist langsam, total langsam. Schreckt ein bisschen auf. Aber zum Glück ist nur das Betriebssystem langsamer, weil in den Apps geht alles butterweich übers Internet. Das ist so einer der einzigen Kritikpunkte. Mehr fällt mir gerade nicht ein, was ich Schlechtes über meinen neuen Fernseher sagen kann. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben wollt, dann geht zu Samsung und kauft euch den 40 oder 43 Zoll 4K HDR Fernseher der 7. Generation. Und für alle, die es größer wollen, die haben dann, der Fernseher sieht genauso aus, gibt es dann auch noch in 52, 65 und 75 Zoll. Aber ich glaube, dafür verdiene ich ein bisschen zu wenig Geld. Und ich kann euch noch sagen, wenn dieses Video onkommt, müsste gerade mein legendärer aufwendiger Stream mit Marlon aus meinem Keller sein. Also ich habe da wirklich mein ganzes Setup runtergeräumt mit Elgato und Stream Deck und da würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da heute Abend vorbeischauen würdet. Ja, das sollte jetzt aber mit diesem schönen Video gewesen sein. Schreibt mir, wie ihr das am Anfang fandet. Also ich fand es sehr geil. Dann lasst mir hier mit ein Abo da. Schaut euch hier links und rechts zwei neue Videos an. Folgt mir mal auf Social Media. Haben wir auf Instagram gerade die 300 Abonnenten geknackt und dann würde ich sagen, hier knacken wir noch die 200 demnächst. Bis zum nächsten Video, haut rein, ciao.